Hallo und herzlich willkommen zu Layers of Fear, dem DLC, Folge 3. Nach der grandiosen Begutachtung des Hundes in der letzten Folge bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Und am Ende der letzten Folge haben wir es irgendwie rascheln gehört. Ich habe Angst. Ich habe mächtig Angst, hier gerade weiterzugehen. Es raschelt immer noch und es knistert und knarzt. Knister, knister, Kläuschen. Oh nein, oh Gott. Seit Silent Hills weiß ich, dass Rollstühle kein gutes Omen sind. Das wirkt doch ganz anders, wenn man so klein ist. Jesus. Wie war das nochmal bei irgendeinem Radiosender, mal diese Comedy-Serie? Satan. Das ist also Mamis Zimmer, oder wie? Boah, wie riesig die Tür ist, Alter. Ich komme mir gerade vor wie bei Among the Sleep. Das hatte ich ja mal im Stream gespielt, als live. Ja, nicht live, Let's Play, einfach nur so Stream. Warum ist das hier alles verkratzt oder was ist das? Oder ist das... Oh, wo ist das hin? Ah ja, ich glaube es ist ein Spielfehler. Ach, wir können uns jetzt wieder entscheiden. Das habe ich gar nicht gesehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine ich das nur oder ist jetzt die Wand weiter rüber gerückt? Dass er weiter weggeht. Weil das war doch gerade hier zentraler, oder? Irgendwie. Wir können uns jetzt wieder entscheiden. Ich gehe mal zu. Nee, ich bin Mama-Kind. Ich bin Mama-Kind. Ich bin Mama-Kind. So. Tschüss, Papa. So. Na, du? Schrank. Nein, das darf ich da nicht lang. Ach, verdammt. Das darf ich da nicht lang, wo die Puppe lange laufen ist. Verdammt. Ich dachte... Ein X markiert die Stelle, hat man mir mal gesagt. Nur was markiert die Stelle? Alter, ich will nicht zoomen. Ich habe so Angst zu zoomen. Was soll denn das sein? Das ist eine Palme von Mario Kart oder so. Bi. Wo ist der? Ach, der ist ja da oben. Ich bin ja so klein. Oh Gott. Alter. Bei uns am Haus ist also die Regionalbahn. Die fährt... Mache ich lustige Sprüche. Die fährt wohl alle paar Minuten vorbei. Ich kann nicht schneller laufen. Ich fühle mich. Ich drehe mich mal eben schnell um. Okay. Da kann man also auch winken, wenn man im Flur steht. Wenn man größer ist wie ich, natürlich. Das ist meine Originalgröße, auch in Real Life. Was ist denn hier? Soll das so? Hab ich schon erwähnt, dass ich. Ich darf hier gar nicht drüber laufen. Ich komme gar nicht weiter. Ich habe Angst, mich... Es kommt mir gerade ellenlang vor. Ewig, wie ein endloser Tunnel, der niemals aufhören mag. Und ich glaube, wir werden diese Tür niemals erreichen.
Ich will nur an den Griff. Okay. Schön. Ich frage mich, was diese Linie bedeutet, oder müssen wir da warten? Oder ist es schon wieder so unglaublich still? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich komme hier an dieser Linie komme ich nicht vorbei. Es ist so. Hier ist auch irgendwas am. Hier ist irgendwas in der Luft am Schwingen, irgend so ein roter Punkt. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Also ich meine, habe ich irgendwie ein. Oder hängt das Spiel? Ich habe das Spiel kaputt gemacht, glaube ich. Hier hängen überall so Fäden. Guck mal, hier ist auch so ein Faden hier. Kann ich den irgendwie anklicken? Hier ist auch so ein Ding am Schweben. Ist ein bisschen creepy gerade, weil ich nicht weiß, was passiert. Entweder ist das Spiel kaputt. Also zumindest. zumindest, Mist, dabei habe ich die Aufnahme gerade angefangen. Entweder. Ich glaube, das soll nicht so sein. Oder? Ich komme ja auch nicht raus. Ich schaue mich nochmal um. Aber. Es ist ein dröhnendes Brummen auf meinen Ohren. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hören könnt. Ich hoffe mal. Aber schön, dass die Regionalbahn immer noch fährt. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, dass es über 100 Züge sind, oder muss ich da hingucken? Ich gucke in Stargate. Ich warte jetzt hier mal. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ich warte einfach mal. Vielleicht in der. Vielleicht in der Hoffnung, dass was passiert. Ich schau mal. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass da irgendwie. Vielleicht ist das ja so vom Spiel so hoch. Vielleicht ist es ja vom Spiel so gedacht, dass man da warten muss oder so. Ja. Kann ja sein. Ja, jetzt. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, jetzt. Ja. Jetzt stehe ich hier. Gucke ich da noch ein bisschen. Und ja, ich. Ja, wenn ich so ein bisschen. Vielleicht nochmal gucken, weiß nicht, vielleicht gehe ich gleich nochmal einkaufen oder baue mir noch, meine Schuhe habe ich an, ja, ich könnte hier mal wieder streichen, ja, sieht so ein bisschen danach aus, ich müsste auch mal, ja, ich bin nervös, deswegen hibbel ich wieder so ein bisschen, ich glaube, wie spät haben wir es eigentlich? Ah, da gucke ich gerade. Ah, ja, schon so spät, ja. Genau. Ja, genau. Dann muss ich noch, ja, vielleicht doch noch einkaufen. Ja, ein paar Eier. Ja, da nicke ich sogar mit dem Kopf ein bisschen. Ja, genau. Ja, da freue ich mich auch. Ja, demnächst kommt No Man's Sky. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, genau. Und ja, irgendwie passiert da noch nichts. Vielleicht lag ich mit meiner Theorie nicht richtig, aber wir warten mal. Ja gut, ich drehe mich mal um. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Vielleicht nochmal so ein bisschen an die Decke gucken. Vielleicht irgendwie nochmal einen Kronleuchter angucken. Vielleicht ist ja das die Rätselslösung oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin so ein bisschen. Man merkt es mir Gott sei Dank nicht an, dass ich angespannt bin. Und ja, ich denke mal, ja, ich glaube, ich gucke nochmal, ja, ganz ernst, so, ja, ernst gucken kann ich gut, ja, genau, nochmal ein bisschen Gesicht verziehen und ja, ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, und damit willkommen zurück zu, Lea Sophia, Folge 3. Ja, da ist das Spiel tatsächlich nicht abgeschmiert, aber ist hängen geblieben.
hängen geblieben. Und ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen. Ich nehme nochmal den Mutterpfad. Mutterpfad. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ich schau mal. Ich probiere es einfach mal. Das kennen wir ja. Das waren also die Farben, die wir gesehen haben, wo es hängen geblieben ist, was sich anscheinend nicht aufgebaut hatte. Alter, wir stehen in Flammen. Ich gehe in Flammen auf. Wir haben immer alles falsch gemacht. Laut unserem Stiefvater. Alter. Okay, da ist das Spiel echt hängen geblieben. Ich bin gespannt, ob das jetzt so weitergeht oder ob wir nochmal Originalgröße erreichen. Ach, guck mal an. Hier ist das leuchtende Dingen. Was auch immer da sein soll, was mir nicht auf... Ich kann das nicht aufheben. Was im Keller stand. Ob wir nochmal... Das war unsere Mutter? Oder... Stiefmutter? Können wir uns da drin verstecken eigentlich? Nee, können wir nicht. Okay. Panda, der auf den Zug wartet. Sieht auch sehr merkwürdig aus. Sieht aus wie so ein drittes Tischbein. So. Ja, ich muss mich ein bisschen ablenken mit Sprüchen, weil sonst halte ich das nicht aus, so ohne Chat und tralala. Okay, wir können nach oben gehen. Wir können aber auch erstmal hier gucken. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Wen haben wir denn da? Kann ich das lesen? Nein, kann ich nicht, weil es zu hell ist, oder? Nee, schade. Was war das? Kann ich das? Nee, ich will das nochmal. Nee. Die Richtung war schon richtig. Passiert das vielleicht nochmal? Na? Okay, wir können weiter nach unten, aber auch weiter nach oben gehen. Ich bin... da. Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich der dicke Nachbar von oben. Oder unser Vater, der gerade von der Bettkante gefallen ist. Ach, guck mal. Hallo, na, wie geht's dir denn so? Alles Balletti? So, ich konnte hier irgendwas... Ach, guck mal an.
Ah, ich glaube, wir müssen drei Teile finden. Na, das wird ja spannend. Und wer weiß, wer das war. Ich gehe jetzt trotzdem mal nach oben, obwohl das Geräusch von oben kam. Aber zuerst öffne ich... Da ist irgendeine Statue drin. Ich kann es gar nicht erkennen, dass es so dunkel ist. So ein Globus hätte ich auch gerne. Okay, hier ist nichts drin. Schau mal hier noch. Hier ist noch der Ball. Hallo. Okay. Hier ist Feuer heiß. Kann ich da reinlaufen? Nein, kann ich nicht. Ah, wie cool das einfach aussieht, auch von der Optik her. Warum kann ich das... Kann ich das ziehen? Kann ich anscheinend nicht, oder? Doch, kann... Ah, ja. Zwei Teile haben wir schon mal. Ich wollte mich gerade intelligenterweise unter den Tisch verstecken, aber... Alter, bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Vor allen Dingen, ich frage mich ja immer noch, weißt du noch aus dem Hauptspiel? Da gab es doch im Keller diese eine Szene, wo man an den Ketten gezogen hat, damit die Tür aufgeht. Und da hat doch einer geschrien, immer wenn wir an den Ketten gezogen haben. Ich bin gespannt, ob wir das mal herausfinden, wer das war. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal nochmal nach unten. Bevor wir jetzt ganz nach oben gehen. Weil unten war ja auch noch eine Treppe. Ob das vielleicht derjenige ist hier, der nochmal extra hier rumläuft? Oder ob überhaupt hier irgendwas rumläuft? Ich habe ja sowieso schon ein paar... Was ist denn? Wieso ist der... Hä? Hier war doch... Es war doch... Hier funktioniert doch... Bis gerade doch alles noch in Ordnung. Ich, das weiß ich nicht. Das war ich nicht. Die, aber wir sind ja nicht ganz unten. Das war ja die Etage, wo wir waren. Alter, was geht hier ab? Ich habe überhaupt keinen Plan. Kein Plan vor allen Dingen. Überhaupt keinen. Weil da geht es noch weiter runter und es weit geht weiter hoch. Ich weiß nicht, wo ich hier laufen soll. Okay. Wisst ihr was? Wir machen jetzt an der Stelle, machen wir eine klitzekleine Pause. Und in der nächsten Folge geht's spannend weiter mit dem DLC zu Layers of Fear. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also bis dann. Ciao.